Ողջունում ձեզ Քրիստոսով, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Հիմա հյուր ունենք մեր եկած եղբայրը Գերմանիայից, ինքը հովիվ է եւ Հայաստանում է եղել մի կոնֆերանսիա ներկայացել, որտեղ հիմնական առանցքային նյութը եղել է մեր մայր առաքելական եկեղեցու շուրջ եւ տարբեր եկեղեցիներից են եղել աշխարհի տարբեր երկրներից, նաեւ Հայաստանի տարբեր եկեղեցիներից, որտեղ հիմնականում այլ երկրների հովիվները ներկայացրել են մեր եկեղեցին, նաև մեր եկեղեցուց երկու սրբազաններ են ներկա եղել այդ կոնֆերանսին եւ շեշտը եղել է, թե որքան կարեւոր է մեր դերակատարությունը Քրիստոսի մարմնի մեջ եւ աշխարհի բոլոր եկեղեցիների համար, քանի որ մենք առաջին ազգն ենք եղել, որ ընդունել ենք Քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, եւ մենք շատ կարեւոր առաքելություն ունենք եւ այդ շեշտադրումները շուրջ եղել է այդ կոնֆերանսը, որին նաեւ մեր եղբայրն է ներկա եղել, երեւի ինքն էլ ինչ-որ բաներ կպատմի եւ պատգամը մեզ կփոխանցի։ Սիրո վրա ձեզ։ Ich kann auch ohne Mikro. Und du nicht? Mikro? Es ist mir eine Freude, hier bei euch zu sein heute im Gottesdienst. Ինձ համար ուրախություն է այսօր ներկա լինել այս առաջանը. Wie der Bruder schon gesagt hat, bin ich zusammen mit Schwester Susanna bin ich hierher gekommen. Wir waren Menschen aus 10 Nationen. Und uns war es auf dem Herzen, ja, die armenischen Geschwister als den älteren Bruder, als den Erstgeborenen von den Heidenchristen einfach zu ehren. Und für uns als Deutsche war es auch besonders ein Anliegen, um Vergebung zu bitten, ja, den armenischen Geschwistern, dass die Deutschen auch sich beteiligt haben an diesem Genozid. Deutsche waren damals zwar nicht aktiv beteiligt, aber sie waren damals verbündete Türken und haben auch sie unterstützt. Und was ja damals stattfand, war ja nicht nur gegen das armenische Volk. Sondern es war das in Westarmenien, dass einfach die Christen ausgerottet werden sollten. Und auch syrische Christen sind ja auch getötet worden in dieser Zeit. Ja, und das war der Grund, weshalb wir hierher gekommen sind, zu beten. Wir waren auch an dem Memorial. Und es hat uns tief betroffen gemacht, auch ja, als wir dort die Bilder gesehen haben. Und eine besonders große Wunde, denke ich, war auch, dass dieser Völkermord ja eigentlich über ein Jahrhundert lang verschwiegen worden ist. Und
Und so finden wir deutsche Christen es gut, dass einfach das zur Sprache gebracht wird, was das armenische Volk gelitten hat. Եվ մեզ գերմանացիներից համար լավ է, որ խոսվի այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել հայերի հետ։ Ja, wo viele von euch einfach Vorfahren verloren haben dadurch. Որտեղ ձեզանից շատերը այդ պատճառով կորցրել են իրենց նախնիների։ Und wir möchten ausdrücken, dass unser Herz mit euch ist. Եվ մենք ուզում ենք ասել, որ մեր սիրտը ձեզ հետ է։ Und wir haben die Möglichkeit gehabt, die beiden Erzbischöfe, Erzbischof Aris und Erzbischof Nathan, zu treffen. Und ihnen das als Häupter auch eure Kirche auch auszudrücken. Und ihnen das als Häupter, sie sind die Häupter der Kirche, auch auszudrücken. Und wir sind auch dankbar, dass uns Erzbischof Aris sehr viel über die Geschichte erzählt hat, ja, von damals. Und so hatten wir eine sehr gute Zeit auch des Betens mit Gott, ja, weil weil Menschen können diese Wunden nicht heilen, nur Gott kann das. Aber mir ist auch eines wichtig. Es war wichtig, dass wir einfach auch hierher gekommen sind und die Vergangenheit, mit der Vergangenheit auch umgegangen sind. Und nur der Blick einfach in Wahrheit in die Vergangenheit macht frei für die Zukunft. Dass man ganz klar sieht, aha, so war es und das war unsere Schuld. Aber Gott will weitergehen. Und deswegen bin ich auch heute mit euch zusammen, weil Gott möchte, dass wir eine andere Zukunft haben. Und wir, unsere Generation, ist dazu berufen, die Zukunft zu gestalten. Ich bin Gründer und Pastor einer evangelikalen Gemeinde in Deutschland. Unsere Gemeinde heißt Immanuel Gemeinde Nürnberg. So hat es mich gerade besonders gefreut, als ihr über Immanuel gesungen habt. Ich habe das gleich verstanden. Ja, und ich soll von da ganz, ganz herzliche Grüße ausrichten. Ich bin verheiratet seit 36 Jahren, glücklich verheiratet. Ich soll auch Grüße von meiner Frau Iris euch auch mitgeben. Und ich habe drei Söhne, die auch alle gläubig sind und schon verheiratet sind. Und jetzt seit einem halben Jahr bin ich Großvater eines von Zwillingen als Enkel. Ja, und ich diene auf der ganzen Welt. Ja, der Herr hat es so geführt, dass das Armenien ist jetzt mein 54. Land, in dem ich bin. Ja, ich habe mit Bruder Hamlet habe ich gesprochen. Ich habe schon auch im Kaukasus gepredigt, auch gedient. In der Gegend von Armavir, Krasnodar. Und das war ja alles armenisch mal.
Und da habe ich das erste Mal armenische Gastfreundschaft erlebt. Ja, die Familie, die mich eingeladen hat, der Tisch, der war voll. Man konnte gar nicht das alles essen, was da gab. Und wir sind eine sehr internationale Gemeinde. Wir haben 35 Nationen bei uns, oder 36 Nationen jetzt. Und wir hatten auch eine armenische Familie. Und da hat jetzt die Tochter geheiratet und die hat hier in Jerewan geheiratet. Und so war ich jetzt am Freitagabend, war ich auf und habe eine armenische Hochzeit erlebt. Und da haben wir viel gegessen und ich habe auch viel getanzt. Ja, das war sehr, sehr schön. Ja. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine große Hochzeitstorte gesehen wie da. Und so, ich fühle mich sehr, sehr wohl in eurem Land. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ich hier bin. Ich möchte euch ein Wort der Ermutigung weitergeben heute Morgen, heute Nachmittag. Sorry. Ja, keine Not ist zu groß für Gott. Und ich möchte beginnen mit einer wahren Geschichte. Einer meiner besten Freunde ist ein schwedischer Evangelist. Der viel in Russland auch gedient hat und Ukraine. Und dort viele Gemeinden gegründet hat. Und er kam, eines Tages kam er zurück von Russland und war dann in Kopenhagen. Am Flughafen. Und er musste auf die Toilette. Aber auf der Toilette brach er zusammen. Lag am Boden, konnte sich nicht mehr rühren. Und hatte ganz extrem starke Schmerzen auf der Brust hier. Dank sei Gott, dass es heute Handys gibt. Ja. Karl Gustav hat das Handy genommen, hat seine Frau angerufen. Was wären wir Männer ohne die Frauen? Ja, es ist wahr. Was wären wir Männer ohne die Frauen? Und seine Frau ist Krankenschwester, wie meine Frau auch. Und sie hat gesagt, nach den Symptomen scheinst du einen Herzinfarkt zu haben. Und sie sagte ihm, verhalte dich ruhig, bleib liegen, ich hole den Notdienst. Und dann in dieser Zeit, was noch das Besondere war, dass Karl Gustavs Vater genau im gleichen Alter gestorben ist an einem Herzinfarkt. Ja, und sein Großvater auch zur gleichen Zeit, im gleichen Alter. Und so hat er gesehen, dass da wirklich ein Angriff des Todes war auf sein Leben. Und er hat zu Gott geschrien. Ja Gott, lass mich hier nicht auf diesem Boden hier in dieser Situation sterben. Und dann hat ihm Gott ein Wort ins Herz gegeben. Dieses Wort steht in Psalm 118, Vers 17. Und dieses Wort hat er dann proklamiert.
18, Vers 17. Und da steht, ich werde nicht sterben. Sondern leben. Und die Werke des Herrn verkündigen. Und das hat er gesprochen über seine Situation. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und dann kam dieser Notdienst, da kam diese Emergency und sie haben ihn gerettet und er dient auch heute wieder. Eine zweite Geschichte. Unser jüngster Sohn Benjamin ist 26 Jahre alt. Wir hatten zwei Jungs, die so 15 Monate auseinander waren. Und dann 7 Jahre später kam der Benjamin als Nummer 3. Und wir waren ja erfahrene Eltern, wir wussten, wie Geburten gehen. So sind wir ganz entspannt ins Krankenhaus gefahren. Und alles war ganz normal, alles lief normal. Bis zu dem Zeitpunkt, als das Baby herauskommen sollte. Und dann hat die Situation sich schlagartig verändert. Benjamins Herztöne waren ganz schwach. Und von einer Minute auf die andere ging es um jede Sekunde. Und ich war dabei und ich habe dann meine Frau haben wir dann in den OP-Saal geschoben. Ganz schnell. Und die Ärztin, die stand schon da mit dem Messer. So. Und als meine Frau reinkam, hat sie sofort den Bauch geöffnet, um das Baby zu retten. Aber das habe ich erst später erzählt bekommen von Iris, von meiner Frau. Weil ich durfte nicht mit in den OP-Saal. Sondern mich hat dann eine Schwester in einen Raum geführt und ich musste warten. Und die Gefahr war sehr, sehr groß, dass das Baby stirbt oder dass das Baby schwer behindert wird. Und was macht man in solch einer Situation? Was macht man als Vater? Sicher war ich verzweifelt von einer Sekunde auf die andere diese Situation. Und ich habe mich dann entschieden. Ich habe gesagt, Gott, ich lege meine Hände in deine Hände. Du hast dieses Kind geschaffen. Du willst dieses Kind. Und Herr, so vertraue ich dir, dass dieses Kind lebend lebt und dass es auch nicht behindert sein wird. Und da kam der Geist Gottes und er hat es in das Herz gegeben, genau diesen Vers. Und dann habe ich auch proklamiert, dieser Benjamin wird nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Ja, und so habe ich gebetet und das ist das, was der Herr ins Herz gegeben hat. Dann wurde ich geholt. Und der Benjamin hat gelebt, aber er hat sehr schlechte Werte gehabt, sehr schlechte, ja. Benjamin
Und ich kam gerade zu der Situation, wo eine Ärztin da Nadel reingestochen hat in das Hand des Babys. Und überall waren Kabel und sie wollten sie gerade das Baby in ein anderes Krankenhaus bringen. Normalerweise ja, ist das Baby zuerst im Arm der Mutter. Aber sie wollten es in ein ganz anderes Krankenhaus bringen, die Iris war noch im OP-Saal. Und wurde wieder zugenäht. Dann habe ich zu der Ärztin gesagt, kann ich nicht einmal meinen Sohn in den Arm nehmen. Und das hat sie mir dann erlaubt, dann habe ich als Vater, als war das Baby. Ja, und es war eine schwierige Zeit. Meine Frau lag in einem Krankenhaus, das Baby lag im anderen Krankenhaus. Ich musste immer die Muttermilch transportieren von einem zum anderen Krankenhaus. Er lag da in so einem Kasten drin. Und er hatte noch Lungenentzündung dazu bekommen. Es war alles schwierig. Aber ich kann euch sagen, nach einem halben Jahr hat der Arzt gesagt, man kann die Geschichte nicht nachvollziehen. Dieser Junge hat keinen Schaden. Es ist alles in Ordnung. Und heute ist er der Größte der Familie, der Längste, 1,95 Ja, und er ist ein Lobpreisleiter im Reich Gottes. Lass uns mal in die Bibel gehen auch und schauen, was die Bibel berichtet über Leute. In ihren Situationen. Und ich möchte als erstes Beispiel den Hiob nennen. Ich denke, ihr kennt die Geschichte von Hiob. Hiob war ein sehr reicher Mann, einer der reichsten seiner Zeit. Aber er war auch ein sehr gottesfürchtiger Mann. Und wir lesen im ersten Kapitel von Hiob, dass er bei Gott bekannt war. Und meine Frage an dich ist heute Nachmittag. Kennst du Gott? Aber das reicht dich auch, dass du Gott kennst. Kennt Gott auch dich? Kann Gott auch über dich sagen, wie zu Mose, ich kenne dich bei Namen? Und Gott hat Hiob unter vielen, vielen Menschen der Erde damals gekannt. Und seine Gottesfurcht ist zu ihm gedrungen. Und er war stolz auf den Hiob. Aber in dieser Zeit durfte Satan oder dieser Engel durfte noch in der Himmelswelt sein. Und Gott hat gesagt, wo warst du? Ja, ich war überall auf der ganzen Erde hin und her, hat der Teufel gesagt. Und dann hat Gott gesagt, hast du auch Acht gehabt auf den Hiob?
Weil der Hiob war damals der beste Mensch seiner Zeit wahrscheinlich. Und Gott war stolz auf den Hiob. Und dann hat aber der Teufel gesagt, der dient dir doch bloß, weil du ihn reich gemacht hast. Der dient dir doch nur, weil du ihn gesegnet hast. Und er hat dann gefordert, den Hiob zu versuchen. Der Hiob hatte keine Ahnung, was im Himmel passiert ist. Ihm ist nur eines passiert. Von einem Tag auf anderen kam das Unglück in sein Leben. Die Bibel sagt, an einem Tag starben alle seine Kinder, sieben Kinder, alle seine Söhne und Töchter. Und alle, die die Eltern sind, die wissen, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn unsere Kinder sterben. Aber nicht nur das, sein ganzes Vermögen ist an einem Tag zerstört worden. Alles war kaputt. Aber die Bibel sagt, er war trotzdem treu und hat trotzdem weiter dem Herrn gedient. Und dann kam der Teufel wieder und hat gesagt zu Gott, ja, er ist ja nur, weil er immer noch gesund ist und lebt. Und dann hat Gott es erlaubt, ihn anzutasten. Aber er hat dem Teufel nicht erlaubt, ihn zu töten. Was lernen wir daraus? Der Feind kann uns nicht alles wegnehmen, einfach so. Er muss Gott um Erlaubnis fragen. Nichts geht am Büro Gottes vorbei. Und dann hat Gott seine Gründe, weshalb Dinge passieren. Und wir wissen, dass Hiob sehr extrem gelitten hat, auf einmal hat Geschwüre bekommen. Und selbst seine Frau hat ihn noch entmutigt, hat gesagt, sage Gott ab und stirbe. Das ist nicht das, was wir als Ehepartner machen sollten. Wir als Ehepartner sollten einander ermutigen und nicht entmutigen. Aber diese Frau hatte alle ihre Kinder verloren und sie war auch depressiv wahrscheinlich und wollte nicht mehr. Aber Hiob blieb treu. Und er hat eins gesagt, das ist ein Wort, was wir behalten. Er hat gesagt, egal was ist. In Hiob 19, Vers 25 steht das Wort. Hiob 19, Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass er am Ende wird er auf dieser Erde stehen, über diese Asche stehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wir wissen das auch, und das ist das, was wir heute noch proklamieren, was der Hiob damals gesagt hat. Und Hiob hatte Freunde. Das waren gute Freunde. Und sie sind zu ihm gekommen und sie haben sich erst mal hingesetzt und erst mal gar nichts gesagt. Weil die Not so groß war. Und das ist nicht gut, wenn wir einfach sofort immer was sagen. Aber dann haben sie begonnen.
Und sie hatten aber einen Gedanken. Der Hiob, der muss was ganz Schlimmes gemacht haben, gesündigt haben. Dass ihm dieses Unglück passiert ist. Und das war ein ganzer falscher Gedanke. Hiob war tatsächlich völlig unschuldig. Und dann haben sie ihm Predigten gehalten, Tag und Nacht. Aber ja, und sie haben auch richtige Dinge gesagt, aber es war der falsche Ansatz, weil sie haben ihn immer beschuldigt, du musst was gemacht haben und Gott ist ein gerechter Gott. Und tu Buße und dann wird sich dein Schicksal ändern. Das Schlimmste, was dem Hiob passiert ist, war, dass Gott geschwiegen hat. Hast du auch schon mal sowas erlebt, wenn du, wenn du betest und Gott antwortet nicht, Gott spricht nicht? Trotzdem können wir sagen, was wir lernen aus hier, Gott hört. Aber er redet nicht sofort. Aber er hört. Und Hiob hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und da waren nicht immer gute Gedanken da drin. Weil in unserem Herzen nicht immer nur gute Gedanken sind. Vor allen Dingen, wenn es uns Gott uns schlecht geht. Hiob ging sogar so weit, dass er den Tag seiner Geburt verflucht hat. Wer von uns würde sowas machen? Aber was lernen wir da? Dass Gott stark ist am Herzen, sagt das Wort Gottes. Gott hält etwas aus und er hält auch unseren ganzen Schrott aus, das was da drin ist. Preis den Herrn, Gott ist nicht beeindruckt von dem, was wir da manchmal von uns geben. Und am Schluss sprach er oder hat gesagt, hier, was willst du? Bist du Gott? Kannst du die Situation verändern mit deiner Kraft? Und so geht es auch uns. Wir können oftmals nicht die Situation verändern mit unserer Kraft. Und er hat ihm hier letztendlich gesagt mit anderen Worten, ich bin Gott, ich kann Situationen verändern. Und du und ich, wir haben einen Gott, der Situationen verändern kann. Und das ist das Gute, dass Gott Hiobs Schicksal verändert hat am Schluss. Es gab eine Zeit des Leidens, aber diese Zeit hat geendet. Und dann hat Gott ihn gesegnet mehr denn je zuvor. Und wir Menschen sind so oft beeindruckt von den Situationen, in denen wir momentan sind. Und manchmal ist unsere Situation wie ein Gefängnis. Und wir werden dann depressiv und wir wollen aufgeben. Aber denke dran, wir haben einen Gott, der Situation verändern kann. Und ein Gott, der auch in diese Situation hineingesprochen hat. Und wohl gesagt hat, Hiob, du sollst nicht sterben. Du sollst leben und du sollst meine Werke verkündigen. Dann auch Abraham.
Ja, wir alle kennen die Geschichten von Abraham. In Genesis 12 steht, dass Abraham rausgehen sollte aus seines Vaters Haus. In ein Land, das ihm Gott noch zeigen wird. Und wir mit 3000 Jahre später, wir lesen das so, wie wenn das selbstverständlich wäre. So als frommen Menschen in der Kirche lesen wir das so, das hat Gott zu dem Abraham gesagt. Aber lasst uns doch mal da ganz normal sein. Wenn ich an Abrahams Stelle gewesen wäre, hätte ich gesagt, aber Gott, ich soll rausgehen, ich soll alles verlassen und soll irgendwo hingehen, wo ich nicht weiß, wo ich hingehen soll. Ja, wo soll ich hingehen? Soll ich in den Norden ziehen? Soll ich in den Süden ziehen? Soll ich in den Osten ziehen? In den Westen? Nenn mir doch mal einen Namen, wo ich hin soll. Jerevan, Armavir. Ja, dann ziehe ich hin. Aber wenn du mir nicht sagst, wohin, also, dann bleibe ich lieber da. Das ist doch die normale Reaktion von uns Menschen. Und es war das Außerordentliche, dass Abraham trotzdem bereit war zu gehen. Und wahrscheinlich hat Abraham gefragt, ja, wo ist hin, soll ich gehen? Und wahrscheinlich hat Gott gesagt, geh, und ich sag dir, du kommst an. Weil unser aller Weg ist ein Weg des Vertrauens, des Glaubens. Und nicht des Wissens. Wir wollen immer alles wissen. Wir möchten immer das ganze Bild sehen. Aber du und ich, wir sind wie Schafe und Schafe können nicht hochgucken. Und Gott zeigt uns oft immer nur den nächsten Schritt. Aber lieber Bruder, liebe Schwester, den nächsten Schritt musst du gehen. Und dann kommt der übernächste Schritt. Und dann kommt der dritte Schritt. Unser Weg ist ein Glaubensweg. Gott hat dem Abraham viel versprochen. Er hat gesagt, du wirst ein großes Volk werden. Dann kam er wieder und hat gesagt, ja, schau den Sand am Meer, so viel werden deine Nachkommen sein. Am Strand, ja. Ja, dann hat er gesagt, das nächste Mal kam er und hat gesagt, schau auf die Sterne, so viel werden deine Nachkommen sein. Aber kannst du das empfinden, dass einer dir was verspricht? Und nichts passiert. 5 Jahre gingen einher. 5 Jahre sind vergangen. Nichts ist passiert. Nicht mal ein Kind. Was sollen die Sterne? 10 Jahre sind vergangen. Nichts ist passiert. Und dann kommt Gott wieder nach 10 Jahren. Also Abraham, glaub mir, wird schon kommen. Wir sind doch normale Menschen. Ja, dann würden wir sagen, ach, come on. Also, ich denke, wir alle hätten längst aufgegeben.
Abraham und Sarah haben 25 Jahre auf ihren Sohn gewartet. 25 Jahre. 25 Jahre nichts gesehen. Und heute sind wir hier und sind alle Abrahams Kinder. Und ihr Lieben, hier sind einige Mütter und Großmütter. Ich möchte euch ermutigen. Ich bin eine Frucht des Gebets. Ja, ich bin in eine christliche Familie hineingeboren und aufgewachsen. Ich bin sehr früh als Kind schon mit der Bibel vertraut gemacht worden. Sie haben mich in eine ähnliche Gemeinschaft immer mitgenommen als Kind, wie ihr seid. Aber manchmal, wenn wir in gläubigen Familien sind, frommen, sind Kinder dann immunisiert. Ja. Und ich habe gedacht, ich bin Christ, aber ich war es nicht. Und dann habe ich angefangen, bin ich Jugendlicher geworden und dann habe ich Beziehungen angefangen und am Schluss habe ich zusammen gelebt mit einer Frau, ohne verheiratet zu sein. Weil das damals schon Mode war, heute ja noch mehr. Aber ich habe gesagt, aber, liebe Brüder, liebe Schwestern besonders, ich hatte eine Mutter und ich hatte eine Großmutter, die haben 22 Jahre für mich gebetet. Und das letzte Jahr, bevor ich zum Glauben kam, das war das schlimmste Jahr. Kannst du dir vorstellen, du betest und die Person, für die du betest, geht immer weiter weg von Gott. Und das ist so entmutigend, oftmals. Dann kommt der Gedanke, da höre ich lieber auf zu beten, weil es wird ja immer schlimmer. Aber dann bin ich auf eine Freizeit mit jungen Leuten gefahren. Das war Pfingsten 1976. Und da kam der Heilige Geist in mein Leben. Und ich hatte einen Durchbruch und ich habe erkannt, Gott lebt und lebt. Und ich bin ein Sünder. Und ich muss mein Leben ändern. Und das habe ich dann alles gemacht. Von einer Sekunde auf die andere war ich ein anderer Mensch. Und die Gebete meiner Großmutter und Mutter waren erhört. Und später kam dann der Ruf in den vollzeitlichen Dienst, Pastor zu werden. Und heute bin ich in Amavir. In Yerevan, Entschuldigung. Yerevan. Heute bin ich in Yerevan. Meine Omi und meine Mama, die sind schon zum Herrn gegangen. Und die Bibel sagt in Hebräer 12, sie gehören zu der Wolke der Zeugen. Ja. Sie können sehen, was hier passiert, aber sie können nichts machen. Sie sind Zeugen. Aber ich kann eins sagen, Omi,
Mama! Heute bin ich in Jerewan. Und predige das Evangelium. Und es ist eine Frucht eurer Gebete. Und so möchte ich euch ermutigen, betet weiter für eure Kinder und Kindeskinder. Seid ihr noch mit mir? Ja, Amen. Ich möchte noch über eine Frau sprechen. Ja, wir kennen, es gibt ganz starke Frauen. Maria war eine dieser Frauen. Mutter von Jesus. Aber da gibt es auch eine andere Frau, die für mich ein beeindruckendes Beispiel von Glaube ist. Das war die Lea. Lea. Lea war die älteste Tochter von dem Laban. Labani metz achchik ner, ne? Und Jakob ist ja geflohen von seiner Familie weg, weil der Esau wollte ihn umbringen. Und er ist zu seinem Onkel gezogen. Und da hat er, ist er der Rahel begegnet und die war so hübsch. Und dann hat er bei dem, dem Laban, seinem Onkel, der war Businessman. Hat er dann angefangen zu arbeiten. Und dann wollte die Rahel heiraten. Und, aber der Laban war ein gewiefter Businessmann. Ein Businessmann, der sehr, ja, der nicht so ganz gerade Sachen gemacht hat. Was hat der Laban gemacht? Er hat zum Beispiel 10-mal den Lohn vom Jakob verändert. Ja, 10-mal. Und er kam nicht zum Laban und zum Jakob und hat gesagt, du Jakob. Ah, wir haben so gute Geschäfte gemacht. Du bekommst eine Gehaltserhöhung. Wir haben so gute Geschäfte gemacht. Sondern jedes Mal kam der Laban und sagte, ah, du weißt ja, die Zeit ist so schwer. Und leider muss ich dein Urlaubsgeld streichen. Und dann kam das nächste Mal und leider muss ich den Lohn ein bisschen senken. Und 10-mal hat er den Lohn verändert nach unten. Und dann wollte Jakob die Rahel heiraten. Und dann hat er aber die Erstgeborene gehabt, die nicht so hübsch war wie die Rahel. In der Bibel steht nur, dass ihre Augen nicht so strahlend waren wie die von der Rahel. Ja. Wahrscheinlich war sie auch eine hübsche Frau, aber nicht so hübsch wie ihre Schwester. Und jetzt versetzt euch mal in die Lea. Da ist ein Vater, der dich irgendwo unter den Schleier setzt. Und dich regelrecht verkauft an einen Mann, den du gar nicht haben willst. Und sie dazu gebracht hat, die schlechte Überraschung zu sein für den Jakob. Ihr könnt verstehen, selbst sie hatte Ablehnung von ihrem Vater erlebt, von ihrem eigenen Vater. Welch ein Vater macht sowas? Aber Geschwister, Väter sind nicht perfekt. Väter sind manchmal ganz schön ablehnend. Es gibt Väter, die schlagen ihre Kinder.
Und alles Mögliche kann passieren. Und Elia hat auch sowas erlebt. So eine schlimme Ablehnung von ihrem eigenen Vater. Und dann könnt ihr euch vorstellen, die Situation, wie der Jakob den Schleier hochgemacht hat, und es war nicht die Rahel, sondern es war Lea. Und sie war da. Und dass sie das erleben musste, dass der dann geschockt war. Und sie hat das miterlebt, wie dann der Jakob, ihr Mann, mit dem sie jetzt verheiratet war, dann hingeht und zu ihrem Vater und sagt, du, die wollte ich doch gar nicht, ich will die andere. Und dann lang von ihrem Mann zu akzeptiert zu werden. Und geliebt zu werden. Und vielleicht kennst du das auch, diesen Kampf um die Liebe. Die Liebe eines Vaters, die Liebe einer Mutter, die Liebe eines Ehemanns, die Liebe einer Ehefrau. Und so war es ein großer Wert damals, war es, Söhne zu bekommen. Und die Bibel sagt, Gott hat das gesehen und er hat den Mutterleib von der Rahel verschlossen und hat der Lea Kinder gegeben. Und die Lea, die hat dem ersten Sohn den Namen Ruben gegeben. Da steckt das Wort Ben drin und Ru heißt sie. Sieh ein Sohn, schau ein Sohn. Ich habe einen Sohn dir gebracht. Das war auf ihren Ehemann bezogen. Ehemann, schau, ich habe dir einen Sohn gebracht. Hast du nicht mehr Liebe für mich? Willst du nicht lieben mich? Auch deswegen. Von Jakob kam nichts. Dann hat sie ihm den zweiten Sohn gebracht, Simeon. Keine Reaktion. Dann hat sie den dritten Sohn geboren. Levi. Keine Reaktion. Und dann kam der vierte Sohn. Und es hört genau hin. Lea hat eine Entscheidung gefällt. Eine Entscheidung gefällt. Sagt, von jetzt ab will ich meinen Wert, meine Akzeptanz nicht von Menschen beziehen, sondern von Gott. Von jetzt ab will ich nicht mehr abhängig davon sein, ob Menschen mich lieben. Mir ist wichtig, dass Gott mich liebt. Und deswegen hat sie ihm den Namen Juda gegeben. Von jetzt an schaue ich nicht auf Menschen, sondern ich will den Herrn preisen. Es ist wichtig, dass wir vom Lob und auch Tadel von Menschen unabhängig werden. Wenn du dein Leben auf andere Menschen aufbaust, was die sagen, hast du ein schweres Leben. Und ich komme aus einem fränkischen Dorf, da ist auch immer, was sagen die Leute, was sagen die anderen Leute. Und auch in Armenien ist es so, dass ihr große Familien habt. Und dann ist oftmals sehr wichtig, was sagen die anderen Leute. Aber das ist Menschenfurcht.
Aber wir sollen Gott fürchten. Viel wichtiger ist, was sagt Gott. Am Ende hatte Lea sechs Söhne geboren. Und eine Tochter. Und Lea hat niemals aufgegeben. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du in Gefahr bist, aufzugeben. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Aber Lea hat nicht aufgegeben. Und wisst ihr was? Weil Lea nicht aufgegeben hat, haben wir drei Viertel der Bibel. Wenn Lea aufgegeben hätte damals, hätten wir drei Viertel der Bibel nicht. Wir hätten die Psalmen nicht. Weil David ein Nachkomme von Juda war. Wir hätten Mose 1, 2, 3, 4, 5 nicht. Genesis 1, 2, 3, 4, 5. Weil Mose ein Nachkomme von Levi war. Und viele andere Propheten waren Nachkommen von Lea. Nur der Paulus war ein Nachkomme von Benjamin. Von Rahel. Aber so ist es etwas, das wir heute, weil Lea nicht aufgegeben hat, heute noch über sie sprechen können. Und wisst ihr was, ganz am Schluss, sehr interessant, ganz am Schluss war Lea zusammen mit Jakob begraben. Nicht die Rahel. Die war woanders. Am Schluss war Lea zusammen mit ihrem Mann. Warum? Weil Gott gesagt hat, Lea, ich lasse dich nicht in dieser Situation. Du sollst nicht sterben, sondern du sollst leben. Und so ging das weiter. Ich könnte weiter erzählen von Mose. Der auch versagt hat, eigene Fehler gemacht hat. Der einen umgebracht hatte, dann musste 40 Jahre in die Wüste. Und Schafologie studieren. Hat nur noch Schafe um sich gehabt. Ja, und dann hat Gott gesagt, so, Mose war damals 80 Jahre alt. Hat Gott gesagt, so, Mose, jetzt geht's los. Jetzt führst du das Volk ins verheißene Land. Und wisst ihr, wo es hinging? Nicht ins verheißene Land gleich, sondern nochmal 40 Jahre durch die Wüste. Also Mose war ein Wüstenspezialist. Er war insgesamt 80 Jahre in der Wüste. Stellt euch das vor. Und wie hat das Volk gegen ihn rebelliert? Und er hatte einmal einen kleinen Fehler gemacht. Und hat den Felsen geschlagen und nicht zu ihm gesprochen.
an den Felsen geschlagen und nicht zu ihm gesprochen. Und dann hat Gott gesagt, du kommst nicht ins verheißene Land. Deswegen, weil du das gemacht hast. Und Gott hat gesagt, meine Herrlichkeit darfst du sehen, aber ins verheißene Land darfst du nicht. Und er durfte nur am Schluss auf einem Berg, bevor er starb, und durfte reingucken. Aber er durfte nicht ins verheißene Land. Mhm. 40 Jahre hat er das Volk durch die Wüste geführt und da durfte er selber nicht da rein. Da denkst du am Schluss, du hast versagt. Aber wisst ihr was? Mose war am Schluss doch im verheißenen Land. Weil wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus auf den Berg ging mit drei Jüngern und dann war der Berg der Verklärung. Und wer war bei ihm gestanden? Wer war bei ihm gestanden? Elia und Mose. Am Schluss stand Mose im verheißenen Land. Warum? Weil wir einen gnädigen, barmherzigen Gott haben. Und ich, wie gesagt, ich könnte jetzt weitergehen, ich könnte über David sprechen, über Elia, der in Depression gefallen ist. Aber ich will jetzt hier Schluss machen. Ich will zu dir heute sagen. Und ich denke, Gott will das dir sagen. Egal wie deine Umstände sind. Egal durch was du gerade eben durchgehen musst. Egal wie alles schwer ist, wie schwer alles sein mag. Gott kennt dich, er kennt deine Familie, er kennt deine Situation. Er kennt deine Not. Gott spricht zu dir. Du sollst nicht sterben in so einer Situation. Du sollst leben. Und du sollst meine Werke verkünden. Wir haben einen Gott und du hast einen Gott, einen persönlichen Gott, der dich nicht da belassen will, wo du gerade bist. Wir haben einen Gott, der rettet. Wir haben einen Gott, der größer ist als unsere Nöte. Er führt dich heraus aus allem Verlust. Er lässt dich nicht in deinem Verlust und vielleicht haben hier Geschwister andere Menschen verloren, gestorben. Aber Gott ist größer als Trauer, er geht weiter mit dir. Er will dich nicht in Krankheit lassen und darüber sterben lassen. Nicht in der Armut lassen. Nicht in der Depression lassen. Er will dich rausführen aus Ablehnung. Rausführen aus Kinderlosigkeit. Und auch die Resultate unserer Sünden und Fehler sind nicht groß genug, als dass Gott nicht damit umgehen kann. Und auch deine falschen Gedanken, dass du vielleicht gesagt hast innerlich. Gott, ich mag nicht mehr leben, nimm mich weg von dieser Welt. Aber du bist berufen zu leben. Jesus ist das Leben. Der Tod ist unser Feind.
Und er ist der letzte Feind, der in den Feuersee geworfen wird, so sagt die Bibel. Mache keinen Pakt mit dem Tod. Sondern ich möchte dich ermutigen, egal wie alt du bist. Ergreife dieses Leben, das Gott dir geschenkt hat, mit beiden Händen. Gott hat einen Plan für jeden von euch. Eine Anzahl von Jahren, die hat er bestimmt, wie du leben sollst. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du die Fülle deiner Tage erlebst. Und dass du sie gut erlebst. Und noch ein allerletztes. Ich glaube, dass Gott das genauso sagt über das armenische Volk. Armenien, du sollst nicht sterben, sondern leben und die Werke Gottes verkündigen. Und ich habe ein Bild gesehen, da gibt es ein biblisches Bild, der Aaron, der hatte einen Stab. Ein biblisches Bild, also von der Geschichte her, Aaron hatte einen Stab, die anderen hatten Stäbe und Aaron hatte auch einen Stab. Und dieser Stab war abgeschnitten an beiden Enden, so er war tot eigentlich. Ja? Er war tot, der Stab. Ja, der war tot. Er war abgeschnitten an beiden Dingen. Einfach ein Stück Holz, ja? Und was ist passiert? Aus diesem Stab ist auf einmal sind Blüten hervorgekommen. Aus Tod kam Leben. Armenien und euer Volk hat viel Tod erlebt. Und da sind viele gestorben. 1,5 Millionen damals. Aber Gott ist fähig, Leben aus dem Toten zu bringen. Ich bin ganz sicher, dass aus dem Märtyrerblut, was damals kam, dass Segen auf euch kommt. Und das Segen auf euer Land und das Segen auf eure Generation und die kommenden Generationen kommt. Wenn man hier durch die Straßen geht, sind so viele junge Leute. In Deutschland haben wir eine ganz niedrige Geburtenrate, es sind so viele alte Leute. Und wenn ein Volk viel junge Leute hat, ist ein Zeichen des Lebens. Und ich bin ganz sehr überzeugt davon, dass Gott genauso zu Armenien spricht. So, Armenien, du sollst nicht sterben. Und da kann kein Feind kommen, wer auch will. Und Gott sagt, du sollst nicht sterben. Stirb es nicht. Armenien ist umringt von islamischen Nationen. Armenien hat Feinde. Aber wenn Gott mit euch ist, werden die Feinde es niemals schaffen. Niemals. Warum? Weil Gott gesagt hat, Armenien, du sollst leben. Du sollst nicht sterben. Du sollst leben. Und du sollst ein Zeugnis für meine Werke sein. In Jesu Namen. Amen. Amen.